Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Hemi, herzlich willkommen zurück bei Meine Kraft und bei Wazi. Und ich höre hier Schritte ohne Ende. Und das ist ja. Hört euch das mal an. Ja, was machen wir heute? Also hier ist wohl keiner. Also hier habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich hier noch Platten mache. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich nicht hier oben. Ja, genau. Das war ja klug, Opa. Opa, wie immer, super klug von dir. Ich habe ja gerade mich ablenken lassen, natürlich, weil ich da einen Stein durch habe schimmern sehen. Da. Siehst du? Den. So, genau. Weil ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht doch die Erde noch wegmache. Hier dieser Bereich, dieser braune, dass nur dieser Steinbereich stehen bleibt. Wisst ihr, was ich meine, was ich hier so mache? So. Verstehst du, was ich meine? Verstehst genau, was ich meine, ne? Genau. War mir klar, dass du was verstehst. Gut, du bist auch der beste Zuschauer, den ich hab. Deswegen verstehst du das. So, siehst du wohl? Und dann, hab ich gedacht, ja, hier müssen wir noch Cleanstones reinmachen, genau. Dann können wir hier anfangen, hier. So. Oh, da geht ja hoch. Oh, da geht ja sehr hoch. Da geht ja sehr hoch hier. Hoch hinaus. Naja, geht. So. Schauen wir mal. Aber das ist ja hier, das ist ja meine Kraft. Du kannst ja alles wieder ansetzen hier. Das ist ja alles gar kein Problem hier. Das ist ja alles super easy. In meine Kraft. Mein Gott, Blöcke haben wir ohne Ende. Ich habe gehört, es sollen unendlich Blöcke sein. Und daher, das Schöne ist, diese freischwebenden Blöcke, die finde ich am geilsten überhaupt. Da denke ich immer, was ist denn das hier für eine Physik? Wenn du weißt, was ich meine. So, ja, wie sieht das denn aus, wenn ich hier... Finde ich auch gut. Vor allen Dingen der hier, der hat mich... Der war der Ausschlaggebende, der mich dazu verleitet hat, zu denken. Das müsste man mal wegmachen. So. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder am Buddeln. Eigentlich müssten wir mal was anderes machen, ne? Wir brauchen noch Holz. Wir müssen Kisten bauen. Die Kiste ist voll, die wir da haben. Wir müssen unbedingt Kisten haben. Und zwar schon Kisten hier drin am besten. Hier so drin. Also hier so drin. Na, da habe ich so gedacht. Warte mal, ich guck mal eben. Habe ich Holz dabei? Nein. Ja, nein. Wie soll ich denn kein Holz hier? Was ist denn hier los? Ich hole mal eben Holz. Moment. Dann machen wir noch weiter. Ja, keine Frage. Ich hole mal eben Holz. Was? Ja, genau. Ach, ich könnte auch mal da hingehen und Holz holen. Nein, ich hole erstmal hier Holz. Ich will erstmal ein bisschen... Genau wie das hier. Das muss auch wieder weg hier. Ja, Opa, du bist ja so... Ach, echt. Es gibt doch gar keine Worte dafür, wie klug du bist. Das reißt ja überhaupt nicht ab hier, deine Klugheit. Kommst du da wenigstens noch dran? Ja, Gott sei Dank. Ey, der Stein, du gehörst mir. Komm zu mir. Ich will sofort meinen Stein wieder haben. So. Guck mal, da geht doch schon wieder die Sonne unter. Ja, super. So, dann holen wir mal Holz, gell? Holz. So. Holz. Komm zu mir, Holz. Ach, können wir gleich mal zumachen. Wir gehen sowieso gleich schlafen, denke ich mal. So, hier, Holz. Mein Gott. Guck mal, hier, Holz, jede Menge. Angefangen ist, ne, wir nehmen ruhig einen Stack. Was soll's, ist egal, wir haben es doch. So, dann machen wir erstmal Holz, genau. So, erstmal machen wir nochmal so einen Tisch. Genau. Und dann machen wir mal hier so. Wieso mache ich das so? Wo sind denn die Kisten? Die müssen doch hier irgendwo drin sein. Hier muss es doch irgendwo die Kisten geben, oder? Ah, hier nicht. Bei Werkzeugen. Aber hier, ja. Ist ja kein Werkzeug in dem Sinne. So ein Schild wollte ich auch noch mal machen. Und ist das hier? Das ist das auch nicht. Doch, hier ist, da ist der Werfer. Notenblock, hä? Speier, Tür.
Aber wo ist denn die Kiste? Die ganz normale, einfache Kiste. Ist die hier mit drin? Plattenspieler. Wieso ist hier der Plattenspieler bei Essen drin? Es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen. Die ganz normale, doofe Kiste ist hier nicht drin. Da ist der Werkwerk doch da. 2, 3, 4. Jawohl. So, haben wir mal 4 Kisten. Ah, machen wir noch hier. Ach, guck mal, geht schon nicht mehr. So. Ich wollte eigentlich... Ja, dann nehmen wir hier den nächsten auch noch raus. Hier, wir haben es doch. Da, bitteschön. Mach noch eine Kiste. Ja, jetzt ist sie wieder weg. Toll. Toll, Opa, jetzt ist sie wieder weg. Da. Genau. So, jetzt haben wir 8 Kisten. Das ist schon mal schön. Was sagt er da? Jo, so, da. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis gleich. Erstmal eine Runde pennen. So, genau. Guten Morgen. Ich hoffe, hier ist keine Überraschung. Keine Überraschungsgäste. Das ist gut. So. Einen Spitzhacke hätten wir auch noch machen müssen. Egal. Ist doch egal, Karl. Ist doch egal, Karl. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Rein hier so. Zack, 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 zack. Wir brauchen eine spitze Hacke. Spitze Hacke, spitze Hacke. Hopp. So. Du kommst da weg. Ich weiß noch nicht genau, wo ich dich hinmache, aber du kommst erstmal weg. So, jetzt kommst du dahin, du dahin und du dahin und du dahin. So, genau. Und dann machen wir mal hier Kiste, Kiste. Wo ist die Kiste? Wo ist sie denn jetzt? Toll. Gibt's sie her. Mein Gott. Da. Ja, Bautzi, pass gut auf uns auf. So. So. Wunderbar. Da oben muss natürlich noch geändert werden, ne? Ist ja wohl klar, ne? So. Dann machen wir hier noch. Ne, der war falsch. So. Und dann machen wir hier, hier. Wunderbar. So, da haben wir schon mal unsere Kisten weg. Dann haben wir hier Kisten, Kisten, Kisten. Jupp, Augenblick, ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Er hat an der Tür gestellt. So, jetzt machen wir hier weiter. Gucken wir mal hier rein, hier so. Na. Guck doch mal da rein. So, mach die doch mal auf hier. Wieso komme ich da nicht dran? Gehen die nicht auf? Das ist ja doof. Das ist ja ein klein bisschen doof. Müssen die da frei stehen? Tatsächlich. Und ich habe gedacht, das geht, wenn die hier so drin stehen. Nein, das geht nicht. Das ist ja ein bisschen doof. Klein bisschen aber nur, aber doch ganz schön viel eigentlich. Oh, dann machen wir das eben anders. Dann holen wir die wieder raus. Oh, ich habe gedacht, das wäre so schön. Das geht ganz bestimmt, geht das. Man muss ja nur hier so halbe Steine reinmachen. Das geht ganz bestimmt. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Okay, dann machen wir jetzt erst ein Provisorium. Na, dann machen wir erstmal hier. So. So. So, die lassen wir... Ja, genau. Oh, die dahinter noch raus. Die dahinter, jawohl. So. So, jetzt haben wir schon mal. So, jetzt packen wir hier schon mal Erde rein, genau. Und ein bisschen Glas können wir hier schon mal reinpacken. Oh, was haben wir denn noch? Den roten Stein. Essen könnten wir reinpacken. Hier, die ein paar Steine packen wir da noch rein. Hellgraue Wolle packen wir da rein. Bruchstein nehmen wir mal mit. So. Die beiden Kisten packe ich auch noch hier rein. Und den Table, den stellen wir dazwischen. So, wunderbar. So, ja, das ist... Aber ich muss mal gucken. Ich muss hier halbe Steine hinkriegen. Dann geht das garantiert. Auch da drüber halbe Steine. Da müsste es eigentlich gehen. Wir werden das hier versuchen. Auf jeden Fall. Hier ist wieder was los in der Nachbarschaft, ich sag euch das. Naja, wie dem auch sei. So, das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir eigentlich das Zeug rüberholen, aber ich habe gerade keinen Bock zum rüberholen.
Ich habe gedacht, ich gehe mal hier eben gucken, was der große Pilz da hinten macht. Wo ist denn die Sonne? Mittendrin am Tag? Das ist schön. Oh, Kohle. Und hier sind noch rote Steine. Das ist ja sehr schön, aber ich wollte einmal gucken, was hier drüben ist. Hier war man nämlich noch gar nicht. Verstehe. Nicht runterfallen. Oh, der ist aber tief. Freunde. Ach, komm, echt jetzt? Komm, spring ins Wasser. Da passiert dir wenigstens nichts. So. Dann springen wir mal hier eben rüber. Und dann schauen wir mal eben, was hier Sache ist. Große Bäume sehe ich schon mal. Der ist schon mal gut. Da können wir schon mal die Axt schwingen. Ein bisschen Sand, ein bisschen Erde. Viel Stein. Naja. Kriegen wir alles hin. So. Und der Riesenpilz. Ja, und hier sind noch mehr Pilze. Ja. Guck mal hier. Das ist ja cool. Kann man die essen? Kann man die mitnehmen? Kann man da oben wohnen? Hm, guck mal, das sind Fliegenpilze. Wie geil ist das denn? Guck mal da, rote Fliegenpilze. Riesig groß wie ein Baum. Ein Fliegenpilz so groß wie ein Baum. Was haben wir hier noch? Hallo, Schildkröte. Die habe ich ja noch nie gesehen. Eine Schildkröte? Echt? Ohne irgendwas zu installieren? Besonderes? Kann man dich mitnehmen? Nö. Das Brot muss ich selber essen. Das kriegt die Schildkröte nicht. Naja, war ein Versuch wert. Oh, Schafe. Hallo, Schafe. Nee. Mäh doch selber. Gib mir deine Wolle. Oh, so viele. Gib mir deine Wolle. Gib mir doch mal deine Wolle. Du kriegst ja wieder neue. Da. Neues Rezept. Ja, ich weiß. Bett ist ja schon längst. Habe ich doch schon längst drauf. Hab doch schon längst ein Bett. Mensch. Danke. Ach, wie schön. Dann haben wir hier noch ein paar Esels. Hallo, Bruder. Da sind noch mehr Schafe. Mann, 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 das ist ja cool. Graue Schweine sind hier auch. Ach ja. Aber das kennt man ja aber alles. Aber die Schildkröte, die hatte ich noch nie gesehen. Mäh. Bisschen graue Wolle. Danke. Und da ist noch mal ein bisschen schwarze Wolle. Ja, du bist das schwarze Schaf in der Familie. Mach dir nichts draus. Und du bist ein rotes Schaf. Was ist das denn? Wann gibt es denn rote Schafe? Was macht denn die Sonne? Oh ja. Mit Zeit für den Rückweg. Aber hier muss man noch mal eben gucken. Hier ist so eine schöne Lagune. Oh, guckt euch das mal an, ey. Oh, wie geil. Oh, wie geil ist das denn? Oh, hier machen wir unseren Badestrand hin. Hier können wir schwimmen gehen. Oh, wie schön das hier ist. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Und was ist jetzt mit meinen Pilzen? Guck mal, hier kann ich doch mal. Der ist doch schön weit weg. Das sieht doch keiner, wenn ich den hier wegmache. Ich probiere mal. Oh, da geht aber einfach. Und was gibt das? Außer, dass es kaputt ist? Gibt das irgendwas? Habe ich jetzt irgendwas? Von dem Pilz? Nein, das ist nur rosa Wolle. Ach, wie schön. Aber von dem Pilz kriege ich gar nichts. Von dem Pilz kriege ich ja gar nichts. Muss ich den anders abbauen? Ist... Hm. Das irritiert mich. Das geht auch sofort weg, ne? Also ich weiß nicht. Aber mit der Schere geht das? Ne, mit der Schere geht das auch nicht. Kann man nichts abschnibbeln oder so. Aber nur wegkloppen. Oh, wie doof ist das denn? Jetzt habe ich hier so einen halben Pilz stehen. Oh! Oh, ich habe irgendwas gefangen. Irgendwas ist runtergefallen von dem. Oh, wie geil. Mir geht ja doch irgendwas. Ach, komm schon, jetzt muss ich hier. Nein, ich will keine Wolle. Ich will keinen. Mach hier so ein Holzding oder was, ist ja egal. Hier. Da. So. Hauen wir den Rest auch noch weg hier. Komm ich da hin? Ja, komme ich genau dran. Ja, dann machen wir unsere Holzklötze. Und da ist was. Da habe ich irgendwas. Da liegt was. Guck mal, kleine Pilze sind das.
Kleine Pilze sind das. Da kann man ja doch hier was machen. Dann kann man vielleicht auch was mit den Fliegenpilzen machen. Suppe zum Beispiel, sehr lecker. Klar, sehr gesund. Ach, guck mal, hier ist auch so ein kleiner Teich zum Schwimmen. Mein Gott, ist das toll hier. Freunde, ist das toll hier. Und Schafe, warte, ich hole meine Schere raus. Lululululu. Ist eh Sommer. Ist besser für euch, wenn ich euch das Wolle, die Wolle wegmache. Siehst du, fühlt sich gleich besser, oder? Hab ich doch gewusst. Du bist mir ja auch ein Schaf, du. Das Schöne mit der Schere ist, man konnte auch. Wieso geht das nicht mehr? Doch, geht, siehst du? Man kann hier die Dingens rausmachen, die Blätter. Ne, jetzt sind sie kaputt. Wieso ging das denn jetzt gerade und jetzt nicht? Hä? Vielleicht weil ich zu weit weg stand. Kann sein. So, eigentlich brauchen wir das gar nicht, aber ich wollte das mal gezeigt haben. Ich wollte mal zeigen, dass ich das weiß. So, hier ist unser Fliegenpilz, aber den mache ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt mal lieber die Axt, falls uns hier mal die Bullemänner auflauern. Gell, ihr wisst ja, wie das ist. Ist ja noch ein Stück weg nach Hause, gell? Wo zeigst du denn hin? Wo zeigt der denn hin? Wo zeigt denn meine Nadel hin? Da muss ich lang? Echt? Bist du sicher, Nadel? Da hätte ich aber anders gedacht. Mal so unter uns. Aber du musst ja wissen, du bist ja mein Kompass, ne? Du bist ja mein Kompass, also du musst es wissen. Ne, im Leben nicht. Kompass, du bist orientierungslos. Oh, da kommt der Explosionstyp und Spinnis. Ja, genau, alles super hier. Und Bullemänner. Ja, mach mal weiter. Ich gehe so lange ins Wasser. Ja, was ist denn hier los? Wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin ja ganz falsch. Leute, was macht denn der Kompass mit mir? Der zeigt eine ganz andere Richtung an auf einmal. Oder muss ich jetzt doch dem Roten folgen? Ich habe das Gefühl, ich muss hier lang. Ja, das war ja wieder super. Der orientierungslose Opa ist wieder unterwegs. Da ist ja alles hell erleuchtet. Guck mal, jetzt spinne ich weg. Komm her, wo bist du? Gib mir deine Fäden, los. Gib mir deine Fäden. Los, gib mir deine Fäden. Aua. Oh, du sollst nicht auf mich raufschießen. Du doofer Knochenmann, hau ab. Geh weg. Ich kenne keine Verwandten. Aber ich sag dir das so, in aller Ruhe. Guck mal, jetzt ist er doch der Rote, dem ich folgen muss. Das ist ja sehr zuverlässig, dieser Kompass. Erst ist es der Blaue, der mir die Richtung zeigt, jetzt ist es der Rote. Das ist ja super. Wahrscheinlich war das, weil ich zu nah dran war, noch an zu Hause. Das ist super, ey. Mein Gott, wir müssen unbedingt was essen. Komm hier, nasses Brot, egal. Wir essen beim Schwimmen. Noch mehr. Noch eins. Los. Los, du hast noch Ruhe. Jawohl. Los, richtig. Jetzt nehmen wir wieder unsere Axt. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Mann, ey. Ja, so ist das. Genau so ist er mit dem Opa. Auf den kannst du dich verlassen. Mit dem kannst du überall hingehen. Der kennt sich super aus. Und du hast mir gar nicht geholfen, Hundi. Aber du bist ja auch gar nicht mit dabei gewesen, leider. Du hättest mich bestimmt rausgehauen, ich kenne dich. Du bist ein Top-Hund. Ja, sag ich doch. Habe ich doch gleich gesagt. Du bist der Top-Hund. So. Jetzt geht das schon wieder los. Na, mache ich immer hier noch ein bisschen. Gell? So. Wunderbar. Ich glaube, das sieht gut aus. Guck mal, Halbmond haben wir. Das
So, mal da mal weg und dann gucken wir uns gleich nochmal eben die Pilze an, genau. Da war also doch der Rote richtig. Aber das liegt doch, dass man dem Roten nachgehen muss. Hab mich schon gewundert. Aber das ist wahrscheinlich, weil wir nicht weit genug weg waren. Deswegen hat er sich so... Ah, hier ist auch noch. Den machen wir auch noch. Hier müssen wir noch einen Cleanstone reinmachen. Damit er gleich aussieht wie die anderen. Wenn er weiß, was ich meine. Ich habe übrigens noch was entdeckt. Guck mal jetzt. Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Finde ich gut. Das finde ich doch ganz gut. Ja, da haben wir viel Sonnendings und ja, und Schatten. Wie immer im Leben, Licht und Schatten. So, wir wollten mal eben gucken, genau, was war denn hier mit den Pilzen? Wo sind denn die Pilze, die wir hatten? Da sind braune Pilze. Und was können die? Da. Knochenmehl, Pilzsuppe. Ach, da brauchen wir noch rote für und Schüssel. Und dann gibt es eine Pilzsuppe. Und was die kann, steht da nicht. Was die macht. Natürlich nicht, warum auch. Goldklumpen. Webstuhl, ach wie toll. Schwarzer Farbstoff, ja. Was sind denn die Spinnenaugen? Wo sind die denn? Fermentiertes Spinnenauge. Zucker, ach das kann man essen, echt? Spinnenauge, brauner Pilz und Zucker? Ich glaube nicht, dass ich das essen will. Ah, und hier sind diese Dinger hier, diese Laubdinger. Ja, genau. Und ich wollte immer noch mal, ich wollte noch mal wissen, mach mal auf, danke. Ich wollte mal wissen, ob du Dingens magst. Warte mal. Ob du hier eine besondere Vorliebe für Fisch hast. So. Magst du Fisch? Ja, so nicht. Nee, der ist kein Fisch. War mir doch klar, habe ich doch gleich gewusst. Ja, ja, ist ja gut. Ach, jetzt habe ich, ach Gott. Nee, 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 komm wieder her. Komm, hol dir hier keinen hin. Ich will keinen von denen. Ich komm her, mach Platz. So, super. Komm doch her, bleib doch hier, Hund. Mach keinen Blödsinn. Du holst mir den Sprengmeister hier hin. Das will ich nicht. Danke, da hinten laufen sie nämlich schon rum, die Sprengmeister. Drei Stück um mein Beet rum. Spinnen, vier Sprengmeister und Spinnen. Und guck dir mal an, wie viele Bogenschützen hier sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist noch einer. 7. Meine Güte, ey. Jetzt wohl die alle. Was wollen die hier? Die sollen abhauen. Die sollen weggehen. Die sollen mich in Ruhe lassen. So, achso, ich wollte mal gucken hier. Genau, halber Stein. Halber Stein, halber Stein. Da sind auch Birkenstufen. Birkenholzstufen? Nee. Da, Andesit. Das geht auch mit allen Steinen. Da geht auch mit Bruchstein, oder? Drei Stück davon. Machen wir mal. Hier, Bruchstein. 1, 2, 3. Bruchsteinstufe ist er dann. Hm. Ob das geht? Probieren wir mal. Genau, probieren wir doch mal. Ja. Super. Mach doch mal noch eine Axt. So. Guck mal, jetzt geht die auf. Jetzt geht die auf. Und wenn ich da jetzt so eine... Jetzt habe ich da drüber einen frei, ne? Und wenn ich da jetzt so einen reinmache, sagen wir mal hier so, dann geht die auch auf. Haha. Genau so geht's. Genau so geht's. So, die ist jetzt schon voll, ne, oder? Ich glaube, die habe ich schon mit reingetan, oder? Ja, ja, ja. Und die? Die noch nicht, natürlich nicht. Warum sollte ich auch direkt in der ersten mal reintun? Das wäre ja auch blöd. So, dann machen wir das raus. Und nehmen wir mal besser die Spitzhacke. Das geht besser als ein Beil. So, und jetzt machen wir mal hier. Genau. So, und jetzt machen wir die wieder rein. Wo sind sie? Wo bist du? Wo seid ihr? Los, zeigt euch. Habe ich heute alle Augen? Wo sind sie denn? Da. Habe ich doch gleich gesagt. So. Und dann stellen wir die hier rein. Und dann können wir die aufmachen. Tralala. Wunderbar. So, und dann können wir hier
wenn wir das hier einordnen, knallhart. Bruchstein soll da rein eigentlich. In die Kiste soll eigentlich nur Bruchstein. Weil wir schon viel davon haben. Muss ich nur mal rüberholen. Genau. Da soll nur Bruchstein rein. Und das kommt auch weg. Das ist auf jetzt oben. Ne. Hab schon gedacht. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. So. Jetzt brauche ich erstmal. Wir brauchen erstmal. Erstmal brauche ich einen Bruchstein statt Wolle. Genau. Aber eigentlich sollten ja hier rote rein, ne? Ihr erinnert euch. Ach, das sieht da eh keiner mehr. Ja, wenn das so ist. Ja, wenn das so ist, mein lieber Freund. So, die ist ja eh noch leer. Komm her. Gib mir die. Und dann ist auch schon wieder Tag. Wer sagt's denn? So. Jawohl. Wunderbar. Ja, jetzt müssen wir nur den aus dem roten Stein Bruchstein machen. Und dahinter muss auch roter Stein. Den sieht man. Da oben sieht man ihn nicht. Aber hier unten sieht man ihn. Also muss ich da roten Stein reinmachen. Das kriegen wir hin, oder? Das machen wir. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Kleine Exkursion. Kleines Durcheinander. Was wolltest du machen? So ist ja überall, ne? Habe ich noch roten Stein? Nein. Geht das eigentlich auch mit Wolle? Nein. Was ist denn das? Teppich. Oh, ich kann Teppich machen. Wie geil ist das denn? Ich kann Teppichfliesen machen. Wie geil ist das denn? Da kann ich ja hier... Ah, das ist ja geil. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal, oder? Ja, ich denke schon. Komm, wir hauen hier nochmal eben den raus. Ich will mal eben gucken, ob das geht. Dann haue ich hier sowieso den knallroten Stein noch raus. So. Hier, das ist dann alles noch Stein, den wir noch raushauen. Genau. So, dann schauen wir mal. So, wo ist er? Da? Mhm. 1, 2, 3. Ja, der geht auch damit, natürlich. Natürlich geht er doch damit. War doch klar. So, und dann hauen wir den noch raus und den noch raus und den noch raus und den noch raus. Und dann machen wir den da rein und den da rein und den da rein und den da rein. Genau. Und da machen wir noch den rein und den rein. So soll es dann aussehen. So soll unsere Rückwand werden. Das sieht auch cool aus. Finde ich gut. Okay, ihr Lieben, jetzt aber endgültig Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Opa Elmi. Tschüss.